Moin aus der Waldsbüller Kirche. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, er kommt gewaltig. Das ist das Motto des dritten Advents. Irgendwie finde ich den Satz fast unpassend, denn schließlich warten wir im Advent doch auf Gott als Baby, als sanften und so ganz anderen Retter, oder? Aber gewaltig, das Wort Gewalt steckt da sogar drin. Klar ist Gott unermesslich groß und so, aber naja, vielleicht ist auch schier unermesslich Großes und Starkes in unserer Welt nötig. Denn wir Menschen, auch wir, die wir wirklich versuchen, nett und christlich zu sein, kriegen das mit der Rettung der Welt ja nicht hin, nicht ohne Gott. Also doch, bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, er kommt gewaltig. Oder wie ist das gemeint? Ich glaube, am meisten ändern können wir uns selbst. Am meisten arbeiten können wir an dieser Stellschraube. Aber auch da brauchen wir jahrzehntelange Übung. Immer und immer nochmal. Aber wenn das so ist, dann ist doch in all dem Gewaltigen und Großen wieder ein ganz anderer zu finden. Gott eben, wie er ist oder sie. Ich habe einen Text dazu gefunden von Janina Wedde. Und für mein Empfinden ist Gott überall da mit drin, als Empfehlung und so weiter. Gucken Sie mal, ob Sie das auch so finden können. Ich lese den jetzt mal vor. Der Trost hat mich gefragt, ob ich bereit bin, durch den Schmerz hindurchzugehen, anstatt ihn zu umkreisen, und ob ich meinen Finger so lange in die Wunde lege, bis ich das Unversehrte fühlen kann. Er hat mich gefragt, ob ich mich halten lassen werde von Armen, die nichts je wieder in Ordnung bringen. Und ob ich schweigen kann, bis irgendwann wie ein warmer Atem ein gutes Wort mich streift. Er hat mich gefragt, ob ich mich bücken werde zur kleinen blauen Blüte am Wegesrand, ob ich Kirschen von den höchsten Ästen pflücke und ob ich es ertragen kann, wenn mich am Abend ein Glück ganz ohne Grund befällt. Er hat mich gefragt, ob ich erahne, dass ich auf nichts ein Anrecht habe, auch nicht auf die Untröstlichkeit, weil sich in jedem Augenblick das Leben selbst an mich verschenkt, ohne zu zögern und ohne Maß. Wie eine, die noch in die Weite dieses Wortes wachsen muss, sagte ich ja. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, er kommt. In diesem Sinne, Gottes Segen. Amen.